Jurassic Park 3 wird tatsächlich, so wie es aussieht, in kommenden Jurassic-Projekten eine extrem wichtige Rolle spielen. Ja, tatsächlich gibt es erste Zeichen darauf hin, dass Teil 3 mitunter der wichtigste Teil der gesamten Jurassic-Saga werden könnte. Warum das Sinn macht und wie ich darauf komme und was die Gerüchte wirklich sagen, das erfährst du jetzt in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Bevor das Video losgeht, will ich dich hier nochmal ganz kurz auf meinen Reaction-Kanal hinweisen. Den habe ich dir mal unten in der Beschreibung verlinkt oder am besten auch gleich hier oben. Da kannst du gerne mal draufklicken, wenn du Reactions von mir sehen willst. Ich werde in Zukunft auf Twitch wesentlich mehr Reactions machen. Das heißt, wir werden uns Dino-Dokus angucken, bestimmte generell Videos über Dinosaurier, über Kaiju und eben Reactions darauf machen. Die werde ich allerdings jetzt separat vom eigentlichen Anon Kaijuverse-Kanal hochladen, da ich gemerkt habe, Reactions ist so eine eigene Sache für sich. Die einen mögen es total, die anderen sagen, nö, finde ich Quatsch. Und für all diejenigen, die sagen, nö, finde ich Quatsch, das wird es auf dem Kanal jetzt hier nicht mehr geben. Für alle, die sagen, ich habe voll Bock auf Reactions, schaut doch einfach mal auf Anon Kaijuverse Reactions vorbei. Dort werden auch in Zukunft alle aktuellen Trailer-Reactions hochgeladen und auf dem Kanal werden dann eben Trailer-Analysen und eben ganz normale Infotalks hochgeladen. So viel nur ganz kurz dazu und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! Also fangen wir vielleicht erstmal mit der grundlegendsten Frage an. Warum sollte es denn irgendwie Sinn ergeben, dass Jurassic Park 3 wirklich mitunter als der wichtigste Teil der gesamten Reihe gilt? Und die Antwort hierauf ist, naja, irgendwie so ein bisschen im Untergrund verschwunden. Ich meine, wir haben hier auf dem Kanal schon sehr häufig über Jurassic Park 3 gesprochen. Außerdem habe ich hier auch schon öfter Dinge angesprochen wie das Amalgam-Testing. Wie hängt das zusammen mit dem Spinosaurus, mit den Velociraptoren? Wie hängt Jurassic Park 3 wirklich mit den Hybriden zusammen? Und das hängt ja wirklich einfach so stark zusammen, dass man es nicht einfach ignorieren kann. Die Sache ist einfach die, dass sehr viele offene Fragen im Endeffekt damit erklärt werden konnten, dass Dinge, die wir eigentlich in Jurassic Park 3 sehen, nie erklärt wurden. Wie zum Beispiel das hier. Dass wir hier einfach Dinosaurier-Eier sehen, die anscheinend so ausgebrütet worden sind, wie wir das auch in Jurassic Park 1 gesehen haben. Oder eben solche Dinger hier, wo Dinosaurier mehr oder weniger bis zu einem bestimmten Alter oder einer bestimmten Größe im Reagenzglas herangezüchtet wurden und erst dann freigesetzt wurden. Das heißt, ja, Jurassic Park 3 verbirgt einige Geheimnisse, die wirklich auch offiziell im Kanon sind, aber bisher eben nur niedergeschrieben wurden. Unter anderem wird hier auch erklärt, warum der Spinosaurus so aggressiv ist. Ich muss es, glaube ich, nicht mehr wiederholen. Das haben wir jetzt auch schon tausendmal durchgekaut. Wenn du es immer noch nicht weißt, habe ich dir das Video mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Da habe ich das gesamte Verhalten des Spinosaurus erklärt anhand des sogenannten Amalgam-Testings. 2024, also ungefähr jetzt in einem Jahr, bekommen wir dann auch schon die nächste Jurassic World Animationsserie mit dem Titel Jurassic World Chaos Theory. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und haben uns ein paar Fakten angeschaut und auch ein paar Theorien, ein paar Spekulationen und das alles wurde dann irgendwann auch zusammengefasst. Wir können inzwischen wirklich ein paar Sachen ganz klar über diese Serie sagen. Zum einen wird Darius wieder zurückkehren, zum anderen wird die Serie nicht direkt nach Camp Cretaceous ansetzen, müssen dann noch ein, zwei Jahre ins Land streichen lassen. Gerüchten zufolge soll ein Katalysator für die eigentliche Handlung der Serie der sein, dass Brooklyn, wie wir auch schon am Ende von Camp Cretaceous sehen, das Lockwood-Anwesen unter die Lupe nimmt und dabei eben dann verletzt wird und deswegen kommen dann erst die anderen Camper nach und nach wieder ins Spiel. Offiziell bestätigt wurde bisher aber eben nur Darius. Das mit Brooklyn hat man auch mal in den Raum geworfen, aber das wurde auch noch nicht offiziell bestätigt. Es flackern nur immer mehr Theorien darüber auf, dass das eben so sein könnte und das würde sich eben auch damit decken, dass wir auch vorher die Geschichte gehört haben, dass es um eine Sydney gehen sollte, die ebenfalls bei einem Vorfall am Lockwood-Anwesen verletzt werden sollte und das haben sie jetzt hier anscheinend einfach mit Brooklyn ersetzt. Das heißt, ja, es scheint, als würden die Camper zurückkehren. Das ist nicht offiziell bestätigt, wie gesagt, aber es würde eben Sinn ergeben, dass das hier der Katalysator dafür gewesen wäre oder dafür sein würde, dass die gesamten Camper sich wieder zusammentun müssen, um eben Brooklyn zu retten. Wovor zu retten, wenn Brooklyn einfach nur verletzt ist? Sehr vertrauenswürdige Seiten wie Jurassic Outpost sprechen hier unter anderem von Sayona Santos. Wenn ihr euch jetzt fragt, wen, vollkommen zu Recht, das ist die Person hier, die wir in Jurassic World Dominion als Bösewichtin eingeführt haben und von der wir weder wissen, wo sie herkommt, noch was mit ihr passiert ist, weil die Malta-Szene einfach offen gelassen wurde und wir mussten ja Owen und Claire folgen nach Biosyn. Diese Figur soll allerdings nun zentral mit in der Geschichte verankert sein. Dieselbe Quelle, die kurz zuvor einen Leak veröffentlicht hat, dass Darius offiziell
oder dass Darius in der neuen Serie die Hauptrolle spielen soll. Was auch später bestätigt wurde, behauptet nämlich jetzt, ja, Sayona Santos wäre die Bösewichtin, zumindest von Staffel 1. Unter anderem würden wir in der Serie noch erklärt bekommen, dass Sayona sogar bei der Auktion im Lockwood-Anwesen mit dabei gewesen ist. Das würde auch erklären, wie sie dann irgendwie an Brooklyn rankommt, wenn der Anfang der Serie irgendwie dann doch relativ nah an dem Lockwood-Anwesen-Ausbruch stattfindet, dass Sayona irgendwie noch da ist. Ebenfalls sollen wir nun mitbekommen, wie die Atrociraptoren gezüchtet werden und wo die wirklich herkommen. Und ja, ey, da bin ich wirklich heiß drauf, denn die Atrociraptoren wurden meiner Meinung nach viel zu lasch in den Film Jurassic World Dominion mit eingebaut. Die haben ein unfassbar geniales Design und wurden uns als die neuen großen bösen Velociraptoren angekündigt. Und dann haben wir irgendwie komische Szenen bekommen, wo die Raptoren über die Stühle stolpern. It was at this moment that he knew. He fucked up. Und Claire wieder vor denen wegrennen kann. Man hat ihnen quasi erneut komplett die Faszination und das Gefährliche genommen. Wie passt das jetzt immer mit Jurassic Park 3 zusammen? Unter anderem hat dieselbe Person, die wie gesagt auch schon den Darius Leak verfasst hat, nun auch behauptet, Jurassic World Chaos Theory soll uns zurück zu Isla Sorna bringen. Und ja, was ist auf der Isla Sorna? Die Velociraptoren, die wir eben aus Jurassic Park 3 kennen. Was viele von euch vielleicht nicht wissen, es ist offiziell bestätigt. Das könnt ihr zum Beispiel auch auf der offiziellen Seite von Jurassic World nachlesen oder eben auch von der Dinosaur Protection Group oder auch im Jurassic World Compendium. Die Atrociraptoren bestehen zu einem Großteil aus derselben DNS wie die Velociraptoren aus Jurassic Park 3. Das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich auch erst jetzt eben durch diesen einen Post von Jurassic Outpost mitbekommen, habe dann nochmal nachgeschaut und ja, das ist wirklich so. Das erklärt dann natürlich auch, warum Ghost quasi genauso aussieht wie die weiblichen Velociraptoren und auch Ghost ist wieder der Anführer des Squads und die weiblichen Velociraptoren waren auch die Anführer in Jurassic Park 3. Wenn wir das jetzt alles mal zusammennehmen, scheint man hier wirklich Jurassic Park 3 mehr in die Geschichte mit zu involvieren, was mich sehr freut, denn ich habe immer wieder betont, dass ich es überhaupt nicht leiden kann, dass man Filme, die nicht ganz so gut an der Kasse abgeschnitten haben, einfach so nebenbei wegfallen lässt. Unter anderem haben wir ja auch den Fall gehabt, dass Jurassic World 2015 als Fortsetzung zu The Lost World Jurassic Park 2 angekündigt wurde. Man hat Jurassic Park 3 einfach so ein bisschen rausgeschrieben. Und das hat man generell in der gesamten Jurassic World Reihe gemacht. Jurassic World Dominion hat dann erst wieder den einen Plot nochmal aufgehoben mit Ellie Sattler und eben Mark aus Jurassic Park 3 und das war es dann aber eben auch gewesen. Nun scheinen wir also wirklich auf die Isla Sorna zurückzukehren und Sayona Santos scheint dann irgendwie möglicherweise mit Hilfe des Amalgam Testings an den Atrociraptoren mit zu arbeiten. Das ist zumindest jetzt eine reine Theorie von mir, wie ich jetzt diese ganzen Versatzstücke mal zusammensetzen würde. Machen wir das einfach mal ganz kurz. Ich setze jetzt hier in dem Video mal kurz alle Versatzstücke zusammen, die wir aktuell über Jurassic World Chaos Theory wissen, beziehungsweise die so in den Raum geschmissen werden als angebliche Leaks. Brooklyn wird also bei einem Vorfall am Lockwood-Anwesen verletzt. Hierbei könnte sie zum Beispiel von einer Sayona Santos entführt werden, die eben mitbekommt, dass Brooklyn etwas gesehen hat. Möglicherweise hat Brooklyn gesehen, dass Sayona Santos DNS vom Leichnam des Indoraptors entnommen hat und diese eben, naja, auf die Isla Sorna bringt, auf welcher das sogenannte Amalgam-Testing stattgefunden hat. Mithilfe dieses Amalgam-Testings, der DNS der Velociraptoren aus Jurassic Park 3 und ein bisschen der Indoraptor-DNS, die natürlich Sinn ergeben würde, weil auch die Atrociraptoren ja auf diesen Laserpointer reagiert haben, erschafft Sayona Santos nun die Atrociraptoren. Unsere Helden bekommen das irgendwie mit und schaffen es, gemeinsam auf die Isla Sorna zu kommen, um Brooklyn zu retten. Und hier haben wir jetzt dann eben die großen Gegner-Dinosaurier, die Atrociraptoren, die hier eine extrem wichtige Rolle spielen sollen, laut diesem Leak, und Sayona Santos als die große Bösewichtin. Ich kann euch hier zahlreiche Bilder und Quellen einfügen, habe ich auch mal unten in der Beschreibung gemacht, wo ihr das Ganze mal nachlesen könnt. Es ist immer so, dass ich der Meinung bin, wenn sich da bestimmte Menschen drauf schmeißen und das Ganze irgendwie dann auch wiedergeben, immer wieder mit Bedacht. Das kann auch kompletter Bullshit sein, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass da mindestens ein bisschen etwas dran sein muss. Und die Geschichte hört sich für mich immer runder an. Das ganze Konzept, was wir bisher geleakt bekommen haben, ergibt für mich unfassbar viel Sinn und mich würde es wirklich freuen, wenn wir vielleicht sogar von einer Sayona Santos vielleicht einfach auch mal eine andere Seite mitbekommen, vielleicht auch so ein bisschen die
Geschichte, was sie eigentlich wirklich will. Vielleicht hat sie auch eine coole Motivation. Und dass wir die Atrociraptoren vielleicht sogar im selben Licht aufglänzen sehen, wie damals den Scorpius Rex in Camp Cretaceous Staffel 3. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was würdest du davon halten, wenn das Szenario genauso ablaufen würde, wie ich es dir eben gerade erzählt habe? Was, wenn diese gesamten Leaks wieder stücken würden? Ich würde es geil finden, bin ich ganz ehrlich. Ich habe tierisch Bock auf die Serie und bin für heute raus mit dem Video. Jetzt bist wie immer du gefragt, schreib es mir unten rein. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal. Ciao.